Ich bin Edora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin She-Ra! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Leito, Madame Res und Cowan. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Seht ihr? Da kommen sie! Haltet eure Netze bereit! Werft sie aus! Heute werden die Fischer von Bright Moon einen guten Fang machen. Das haben sie dir zu verdanken, Mimister. Vor langer Zeit hat mein Volk mit den Fischern von Etheria eine Abmachung getroffen. Solange sie dem Meer und seinen Bewohnern keinen Schaden zufügen, werden wir ihnen helfen, so viele Fische zu fangen, wie sie brauchen. Und was ist mit den Fischern, die für die Hordes arbeiten? Wir lassen sie in Frieden, Edora. Mein Vater, König Mercia, will eine Auseinandersetzung mit ihnen aus dem Weg gehen. Das verstehe ich. Aber es ist bedauerlich. Euer Volk wäre wirklich eine große Bereicherung für die Rebellen. Du weißt ja, ich unterstütze die Rebellen, wo ich kann. Aber mein Vater ist um die Sicherheit seines Volkes besorgt. Und solange uns die Hordes in Ruhe lassen, lässt er sie natürlich auch in Frieden. Nun, ich hoffe, sie werden ihn nie belästigen. Mimister, was ist das? Ein Notsignal von einem Wal. Oh, es hat aufgehört, ganz plötzlich. Dem Wal ist etwas zugestoßen. Könnte er betäubt worden sein? Betäubt? Oder was Schlimmeres? Ich muss es herausfinden. Entschuldige mich. Gibt es sicher Schwierigkeiten. Für die Ehre von Grayskull! Schwert zu Taucherhelm! Der Taucherhelm funktioniert bestens. Jetzt muss ich mir Mister einholen. Wir haben wieder keinen einzigen Fisch gefangen. Aber es ist uns gelungen, diesen jungen Hornwal zu erwischen. Der Betäubungsstrahl hat ihn für ein paar Stunden außer Gefecht gesetzt. Wir können von Glück sagen, dass er noch klein ist. Einen erwachsenen Wal hätten wir nicht so leicht bändigen können. Was gedenkt ihr denn mit ihm zu tun, mächtiger Hordak? Ich denke, ich werde ihn Hordes Prime als Geschenk überreichen. Er hält sich doch ungewöhnliche Tiere. Aber hat Hordes Prime denn ein Wasserbecken, das groß genug für ihn ist? Ich nehme an, er wird noch wachsen. Wen kümmert's? Das ist nicht mein Problem. Ich glaube doch, Hordak. Was willst du, Fischschwanz? Lass ihn frei! Verflixt! Armer kleiner Kerl. Irgendwie werde ich dich schon befreien. Sie versucht, den Hornwal zu befreien. Startet die Maschinen! Wenn ich
dich nicht befreien kann. Du... Nanu? Shira! Ich dachte, du könntest Hilfe brauchen. Oh nein, Hordak lässt die Motoren an. Er wird mit dem Hornball erwischt sein, bevor wir ihn befreien können. Das werde ich verhindern. Was hat das zu bedeuten? Verflixt nochmal, das war She-Ra. Sie hat die Schraube abgebrochen und jetzt befreit sie den Wal. Sie hat die Stricke durchgeschnitten. Sollen wir ihr eine verpassen, Sir? Trottel, unsere Blaststrahler funktionieren nicht unter Wasser. Oder She-Ra und Mermister haben den Wal befreit. Der Wal ist immer noch betäubt. Wir müssen ihn schnell aus der Gefahrenzone bringen. Bringen wir ihn in das Reich meines Vaters. Dort können wir uns in Ruhe um ihn kümmern. Sollen wir die Raketen einsetzen? Nein. Ich habe eine viel bessere Idee. Der Wal wird als Spion für uns funktionieren. Ein perfekter Schuss, Meister. Was war das für ein Ding? Das ist ein Haftsender, Soldat. Mal sehen, ob er funktioniert. Danke, dass du mir geholfen hast, den Wal zu retten, She-Ra. Du brauchst mir nicht zu danken, Mimister. Schaffen wir den armen Kleinen so schnell wie möglich in das Reich deines Vaters. Der Sender funktioniert wirklich einwandfrei. Das verspricht in der Tat überaus interessant zu werden. Wo befindet sich denn das Reich deines Vaters, Mermister? Schau, gleich da hinten. Oh, Mermister, es ist wunderschön. Der Eingang ist da, da drüben. Ich kann es kaum erwarten, dir meinen Vater vorzustellen. Er kommt zu sich. Die Wirkung des Betäubungsmittels lässt nach. Der Hornwall wacht auf. Ich muss ein ernstes Wort mit dir reden, Tochter. Denn es ist verboten, einen Erdenbürger in die versunkene Stadt zu bringen. Aber das ist keine gewöhnliche Erdenbürgerin, Vater. Das ist She-Ra. She-Ra. So, ihr seid also She-Ra. Verzeiht mir, She-Ra. Ich habe viel von euren guten Taten gehört. Ihr seid hier willkommen. Warum haben Erdenbürger hier keinen Zutritt? Wir fürchten ihre Gier. In der versunkenen Stadt gibt es viele wertvolle Schätze. Der wertvollste ist die Perle der Macht. Schaut. Oh, ich habe noch nie eine so große Perle gesehen. Als der Ozean entstanden ist, wurde auch die Perle der Macht geschaffen. Sie ist die Quelle für die Macht des Meervolkes. Das stimmt, She-Ra. Die Perle gibt uns die Macht über die Ozeane. Die Hordes dürfen von der Existenz der Perle nie etwas erfahren. Keine Sorge, König Mercia. Ich werde euer Geheimnis wahren. Aber ich nicht. Soldaten, macht mein Unterseeboot startklar. Ich möchte nämlich nach Perlen tauchen. Wir sollten die Mutter des kleinen Hornwalds finden. Sie sucht ihn sicher schon verzweifelt. Wir werden sie finden, She-Ra. Die Perle der Macht wird uns helfen. Ich will nur ganz sicher sein, dass sich der Kleine von Hordaks Betäubungsmittel wieder völlig erholt hat. Es scheint dem Kleinen sehr gut zu gehen. Ja, She-Ra, ich glaube, er hat sich völlig erholt. Was ist das?
Was könnte das sein? Das ist ein Abhörgerät der Hordes. So. Das wäre unschädlich gemacht. Jetzt wird uns Hordak nicht mehr ausspionieren können. Ja, aber wenn er schon was erfahren hat. She-Ra, meinst du, Hordak weiß schon von der Perle der Macht? Oh, oh. Ich fürchte, Mermista. Die Antwort lautet ja. Die Perle! Man hat sie gestohlen! Da oben! Hordak hat die Perle der Macht gestohlen. Er hat die Glaskuppel beschädigt. Der Stadt droht eine Überschwemmung. Hordak hat die Glaskuppel beschädigt, als er die Perle der Macht gestohlen hat. Mermista, das ist ein noch nicht zu übersehendes Unglück. Ich wusste, dass die Fremde uns Ärger bescheren würde. Vater, das ist das Werk der gemeinen Hordes. Und She-Ra hat gar nichts damit zu tun. Du hast recht, meine Tochter. Verzeiht mir, She-Ra. Ich bin nur überaus besorgt. Das verstehe ich, König Marcia, aber wir müssen jetzt schnell handeln. Könnt ihr die Glaskuppel reparieren? Ich fürchte nicht, She-Ra. Ohne die Macht der Perle können wir uns keine Flossen aneignen. Im Wasser sind wir so hilflos wie Erdenbürger. Aber glücklicherweise können wir auch im Wasser atmen. Wir werden nicht ertrinken, doch in unserer Stadt gibt es viele Kunstschätze, die durch das Wasser alle zerstört werden können. Ich muss die Überschwemmung verhindern. Aber wie? Ich weiß, dass ihr über starke Kräfte verfügt, aber unter Wasser braucht man Schwimmflossen. Na gut. Da ich keine habe, werde ich mir eben welche borgen. Sie sind genau richtig für diesen Zweck. Wie wär's, Kleiner? Darf ich mich an dir festhalten? Warte! Ich werde mitkommen! Warte! Schwert zu Tauchhelm! Bist du bereit, Mermista? Ja, She-Ra. Dann schwimm los, Kleiner. Meint ihr, sie können den Riss abdichten, Sire? Es muss gelingen, sonst ist Salinias verloren. Der Riss ist ziemlich groß. Wir müssen ihn verschließen. Aber womit? Sieh mal! Eine Riesensaugmuschel! Ihr Saugfuß haftet überall. Aber es ist unmöglich, sie dort vom Felsen loszubekommen. Vielleicht gelingt mir was anderes. Vorwärts, mein Kleiner! Muschel, hör mir zu. Ich bin She-Ra. Ich will dir nichts zuleide tun, aber ich muss dich unbedingt an einen anderen Ort bringen. Würdest du dich bitte von dem Felsen lösen? Sie tut es! Ich danke dir, mein Meeresfreund. Halt sie fest, mein Kleiner! Schwimm zurück zur Kuppel! Noch etwas weiter. Ja, gut. Und jetzt lass sie los. Geschafft! Jetzt dringt kein Wasser mehr ein! Gott sei Dank! Jetzt müssen wir beten, dass sie auch die Perle der Macht wiederfinden. Ha! Die Perle der Macht! Oh, die Quelle für die Macht des Meervolkes! Jetzt gehört sie mir! Mir allein! Wisst ihr, wie man sie in Aktion versetzt? Natürlich nicht, du blecherner Dummkopf, aber eine kennt sich da bestimmt aus! Shadow Weaver, komm sofort hierher! Bin ich, Hordak. Halten wir uns nicht lange mit Vorreden auf. Ich brauche deine Hilfe. Schau dir das da doch mal an. Oh, die Perle der Macht. Wie lange habe ich mir schon gewünscht, sie zu Gesicht zu bekommen? Damit können wir alle Kreaturen des Meeres beherrschen. Ja, das weiß ich auch, du neunmal Kluge. Sag mir nur, ob du weißt, wie man die Perle einsetzt. Ich habe keine Ahnung. Richtiger Hordak, es ist ein sehr alter Zauber und damit bin ich nicht vertraut. Davon hast du keine Ahnung? Aber es wird nicht schwer sein, es herauszufinden. Das will ich auch stark hoffen, mach dich an die Arbeit. In einer Stunde will ich eine Demonstration von der Macht der Perle sehen. Hast du mich verstanden? Kein Problem, mächtiger Hordak.
Rordak muss die Perle auf sein Schiff gebracht haben. Und da ich die Schiffsschraube abgebrochen habe, befindet es sich wahrscheinlich noch dort, wo es vorhin war. Shira! Da vorne! Da ist Hordaks Schiff! Da kommen sie, Shira und die Meeresprinzessin. Ja, sie werden eine schöne Überraschung erleben. Weaver Komal, ist die Perle einsatzbereit? Ich glaube schon, mächtiger Hordak. Dann setze ihre Macht ein. Los! Ja, Hordak. Also, ich habe folgenden Plan. Oh nein! Shira, da unten! Ein Krabulus! Für gewöhnlich sind sie friedlicher, als sie aussehen. Hordak hat ihn sicher durch die Perle der Macht in Angriffslust versetzt. Ich kümmere mich um ihn. Bringt ihr euch in Sicherheit! Meine Güte, ist das eine kräftige Umarmung! Aber leider habe ich keine Zeit für sowas! Was sehe ich? Ach, sie entwischt uns. Halte sie auf. Ich versuche es, Hordak. Ich kann die Gedanken des Krabulas nicht beeinflussen. Die Macht der Perle ist zu stark. Ich muss was anderes versuchen. Was ist los? Oh, dieses verflixte Frauenzimmer. Sie hat den Krabulus festgebunden. Ich werde ein anderes Monster herbeirufen, Hordak. Aber das wird eine Weile dauern. Wir haben keine Zeit. Ach, ich regle das auf meine Weise. Schießt ein Torpedo ab! Ein Vereisungstorpedo. Es kommt direkt auf mich zu. Ich muss den Krabulus losbinden. Normalerweise hätte er mich nicht angegriffen. Hordak hat ihn nur dazu veranlasst. So. Ich hab sie erwischt. Shira ist erledigt. Erledigt? Muss kühlen Kopf bewahren. Muss das Eis sprengen. Verflixt, sie ist zu stark. Sie hat sich befreit. Ich muss mir was anderes überlegen. Ach, ruf ein anderes Monster herbei, Weaver, aber diesmal ein wirklich gefährliches. Shira kann nicht mit allen Monstern des Meeres fertig werden, kleiner Wal. Wir müssen sehen, dass wir die Perle kriegen. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir das anstellen. Bist du bereit, mein Kleiner? Na, dann los! Hast du nicht gehört, Weaver? Ruf ein großes Monster. Ich will, dass Shira unschädlich gemacht wird. Und zwar auf der Stelle, hast du verstanden? Los, beeil dich, schnell! Solange die Perle in meinem Besitz ist... Oh nein! Haltet sie auf! Schießt die Betäubungsbomben ab! Sie dürfen nicht entkommen! Betäubungsbomben! Was für eine Druckwelle. Entschuldige, Kleiner. Mister, du hast ja wieder eine Schwanzflosse. Sch, sei still. Ich rufe schnell Hilfe. Hilfe? Wer kann uns hier... Da kommt sie schon. Wer ist das? Na, wer schon, Shira? Die Mutter des Kleinen. Das ist wahrhaftig ein großes Ungetüm, Weaver. Aber das ist nicht das, das ich gerufen habe. Was soll das heißen? Nein! Damit wäre Hordaks Schiff für immer verschwunden. Und der Kleine hat seine Mutter wieder. Und dafür, dass du uns geholfen hast, die Perle der Macht wieder zu uns zurückzubringen, verleihen wir dir diese Medaille als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ich war euch gern behilflich, König Mercier, doch ich finde, der Kleine hat auch eine Medaille verdient. Ich bin ganz eurer Meinung. Da, schaut!
Die ist aber besonders schön, König Mercia. Schade, dass das die Mutter des Kleinen nicht sehen kann. Oh, keine Sorge, Shira. Eine Mutter lässt sich doch so etwas niemals entgehen. Hallo, ich bin's, Loki. Habt ihr mein heutiges Versteck entdeckt? Wenn nicht, schaut noch mal genauer hin. Seht ihr mich? Hier bin ich. Heute haben She-Ra und Mamista einem verirrten kleinen Wal geholfen. Menschen können sich auch verirren. Sollte euch das mal passieren, dann dürft ihr nicht gleich Angst bekommen. In solch einer Situation wendet ihr euch am besten an einen Polizisten. Der bringt euch schneller wieder nach Hause, als ihr euch vorstellen könnt. Macht's gut!